Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Spaltung ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, viele Menschen in Deutschland. Man kennt die Lager geimpft und ungeimpft und manche würden bestreiten, dass es diese Spaltung überhaupt gibt. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Herrn Tobias Pörsel. Herr Pörsel ist Rechtsanwalt und Berater für Führungspositionen mit Schwierigkeiten im Arbeitsrecht und auch Mediator. Guten Tag, Herr Pörsel. Guten Tag. Zum anderen spreche ich heute mit Kai hierüber. Sie sind psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Köln. Mhm. Herzlich willkommen. Hallo. Danke. Wie nehmen Sie die Situation im Moment wahr? Gibt es eine Spaltung der Gesellschaft? Gibt es keine? Was ist Ihre Meinung dazu, Herr Pörsel? Also ich nehme schon wahr, dass es Verwerfungen gibt, also sowohl innerfamiliär, aber auch in den Unternehmen, in denen ich tätig bin. Dass ja, das Thema Impfung in der Tat spaltet in unterschiedliche Positionen und starke Emotionen hervorruft, in die eine oder in die andere Richtung, häufig Angst und Wut. Und ich weiß auch, dass in einigen Familien sogar das Weihnachtsfest betroffen ist, wo eigentlich einfach auch einige sagen, dann komme ich nicht. Oder bitte kommt nicht, weil die Corona-Schutzverordnung sagt ja, ihr dürft nicht kommen. Wie nehmen Sie das in Ihrem Umfeld wahr? Vielleicht auch aus dem beruflichen Umfeld. Wie wirkt sich das Thema Impfung auf die einzelnen Personen auch, vielleicht auch auf diejenigen, die bei Ihnen in Behandlung sind? Also ich nehme auch eine sehr starke Spaltung wahr. Naja, diejenigen, die sich bislang gegen eine Impfung entschieden haben, die sind zum Teil sehr mit Leidensdruck unterwegs. Ne? Je nachdem, in was für Kontexten die leben, kriegen die sehr viel Repressalien ab, sehr viel Abwertung ab. So. Ich erlebe das in meiner Praxis, das Leben derjenigen, die sich haben impfen lassen, als viel normaler. Da nehme ich jetzt nicht wahr, dass die alle eine hochemotionale Meinung über die anderen haben. Da gibt es schon differenzierte Standpunkte und so. Aber eine Spaltung im Ganzen sehe ich, auch wenn nicht jeder einzelne Mensch das als sehr brisantes Thema erlebt. Zum Glück, meiner Meinung nach. Eine ganz wesentliche Rolle spielt ja auch immer das, was in den großen Leitmedien transportiert wird. Welche Meinungen werden wiedergegeben? Vor allem auch, welche Aussagen werden getätigt? Was haben Sie für ein Stimmungsbild, wenn Sie persönlich daran denken, was öffentlich kommuniziert wird? Puh. Also was mir im Gedächtnis geblieben ist, gerade in den letzten Wochen, noch am Donnerstagabend, hat wohl Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlandes, gesagt, klare Botschaft an die Ungeimpften, ihr gehört nicht mehr zum sozialen Leben oder der zur sozialen Gesellschaft dazu. Darüber hinaus gibt es Begriffe wie Tyrannei der Ungeimpften. Oder auf der anderen Seite höre ich Lemminge, Schlafschafe, dann diese Begriffe Corona-Leugner, Nazi. Das ist ja das, was uns eigentlich jetzt seit Monaten verfolgt. Also, und ich glaube, dass das alles andere als hilfreich ist, insbesondere wenn auch jemand sagt, man muss jetzt die Peitsche rausholen oder die Daumenschrauben müssen angezogen werden. Ich empfinde das als Kriegsrhetorik. Und das ist für mich mit das Unerträglichste dabei, weil das genau dem widerspricht, wie wir eigentlich, zumindest meinem Wunsch nach, zusammenleben sollten, sowohl privat als auch im Unternehmen, nämlich kooperativ. Man muss sich immer einer Meinung sein und das erwartet auch niemand. Aber man sollte trotzdem immer wieder zu dem Punkt kommen, dass man sich in die Augen schaut. Und ich glaube, dass solche Äußerungen eher das Gegenteil bewirken. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Mediendschungel. Die neue Epoch Times Wochenzeitung. Ausgewogener Journalismus und unabhängige Berichterstattung. Für kritische Leser und kluge Köpfe. Testen Sie jetzt 3 Ausgaben gratis und lesen Sie den Unterschied. Wenn man jetzt sagt, man sollte eher aufeinander zugehen, anstelle sich irgendetwas an den Kopf zu hauen, wie Sie gerade ein paar Begriffe genannt haben. Kai, wie sehen Sie es? Wie kann man aus psychologischer Sicht 2 verhärtete Fronten wieder mehr zueinander bringen? Also wie kann man sagen, wir gehen jetzt mehr aufeinander zu, anstelle uns von Aussagen leiten zu lassen, die uns vielleicht weiter voneinander wegbringen?
Ich finde grundsätzlich, also zum Beispiel auch wenn ich jetzt vor Corona, ne, wenn ich mit strittigen Paaren gearbeitet habe, ich finde es grundsätzlich gut, eine Idee zu haben, wir müssen uns nicht auf eine Wirklichkeitskonstruktion einigen, sondern ich kann aus meiner Wirklichkeit heraus berichten und du hörst bestenfalls mit größtmöglicher Neugier zu und interessierst dich dafür, wie meine Welt aussieht und umgekehrt. Also dass wir nicht versuchen, auf so eine rechthaberische Art und Weise am Ende des Tages zu sagen, ja, aber so ist es doch wirklich, sondern einander wertschätzend und mit größtmöglicher Neugier und Interesse einander zuzuhören, auch wenn man manchmal schlucken muss, auch wenn man es anders selber sieht, auch wenn es sich wie ich habe doch recht anfühlt. Das bringt halt nicht weiter, ne? Sondern wirklich zu sagen, ah, okay, wie ist deine Lebenswirklichkeit, wie macht dein Verhalten und Erleben aus deinem Kontext heraus Sinn? Wenn man das schafft, ist, glaube ich, viel gewonnen. Herr Pörsel, wenn Sie jetzt an Ihren beruflichen Alltag auch denken und als Mediator auftreten, gibt es eine Herangehensweise, wo Sie als Mediator der deutschen Gesellschaft helfen würden oder vielleicht auch der europäischen Gesellschaft, da miteinander wieder mehr in den Diskurs, in die Mediation zu kommen? Ein Instrument, was ich gerne verwende, ist das der gewaltfreien Kommunikation. Und das klingt jetzt immer so ein bisschen abgehoben, gewaltfreie Kommunikation, jeder versteht was anderes darunter. Im Kern ist es eine Haltung, die ich einnehme. Und was Kai gerade eben schon sagte, es geht darum, im ersten Schritt sich klarzumachen, ich kann mich auch irren. Ich kann echt falsch liegen. Und wir spielen gerne dieses Spiel, ich habe recht, wie du gerade eben auch schon sagtest. Und das ist der Kernpunkt, ist, ich stelle mal diesen Gedanken hinten an, ich habe hundertprozentig recht und stelle mal den Schalter um, ich höre mir jetzt mal an, was der andere zu sagen hat. Ich versuche den anderen wirklich zu verstehen, mit der Absicht, auch dazuzulernen. Das klingt natürlich jetzt schön wie aus dem Lehrbuch und ich weiß, dass es in der Praxis extrem schwer ist. Was aber hilft, ist, nochmal dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, kann ich hundertprozentig sicher sein, dass meine Meinung stimmt? Kann ich hundertprozentig sicher sein, dass ich recht habe? Und wenn ich diesen ersten Schritt gehe, auch für mich gedanklich, ist das auch in einer Mediation, auch in Unternehmen immer der wichtigste und mal auch ein entscheidender Weg. Und das kann man auf alle Bereiche übertragen, auch Führungskräfte. Wenn es schwierige Situationen mit Mitarbeitenden gibt, sind erstmal aufgefordert, den Sachverhalt zu klären. Das heißt, wir müssen uns erstmal darüber verständigen, was ist und was ist nicht oder was vermuten wir nur, was interpretieren wir. Und da passieren ja schon passieren häufig die meisten Missverständnisse und da gilt es anzusetzen. Dürfte ich da anknüpfen? Sehr gerne. Weil ich finde es spannend, was du sagst. Ne? Das heißt, selbst wenn ich ganz klar damit assoziiert bin, ich habe jetzt recht, ist das jetzt für einen Dialog ja gar nicht unbedingt ein günstiger oder hilfreicher Fokus. Ne? Genau. Das heißt, selbst wenn ich das meine, was ist dann gewonnen? Dann habe ich noch wenig von dir verstanden und so. Ne? Also so dieses, selbst wenn man sehr das Gefühl hat, jetzt habe ich recht, ist das nicht unbedingt die Scholle, auf der ich stehen muss für so ein Gespräch. Ich hatte zum Beispiel die Tage ein sehr konstruktives Gespräch mit einem Kollegen mit einer anderen Meinung. Wir haben von vornherein gesagt, wir versuchen uns gar nicht zu überzeugen. Wir versuchen mehr von der Wirklichkeit der anderen Person zu verstehen. Und das war super. Und wir haben beide hinterher viel mehr verstanden und sind viel mehr rausgekommen aus dem, wie kann man es denn so sehen? Wie geht es denn? Es war möglich, die jeweiligen Informationen und warum wir denken, was wir denken, zur Verfügung zu stellen. Das war super. Und auch wiederum da ergänzen, wie mache ich das? Also es gibt einen Leitsatz, den ich extrem hilfreich finde und gleichzeitig extrem schwer umzusetzen. Das ist, höre nicht auf die Worte, sondern auf die Gefühle und Bedürfnisse dahinter. Mhm. Denn was macht denn Konfliktlösung so schwer? Viele sagen ja, man muss Konflikte sachlich lösen. Das ist für mich dummes Zeug, wenn ich mal ganz deutlich werden darf. Ich löse Konflikte nicht sachlich. Denn Konflikte eskalieren aufgrund von Emotionen und Gefühlen. Und im Moment erleben wir massive, ich weiß nicht, wie die Psychologen das nennen, aber Ströme, Energien von Wut, von Angst. Und es wäre, glaube ich, hilfreich, wenn wir alle uns mal fragen, was sind denn da für Gefühle in uns? Wie viel Wut ist denn da? Wie viel Angst ist auch da? Und was befürchte ich eigentlich? Sodass das ein weiterer Ansatzpunkt wäre, mal zu sagen, okay, also ich kriege echt mit, du bist stinksauer, oder? Und dann mal zu vermuten, was denn dahinter stecken könnte. Weil meine Vermutung ist, dass wenn man das jetzt auf diese Lager mal reduziert, auf beiden Seiten Angst herrscht.
Angst vor der Impfung, Angst ohne Impfung, Angst vor Covid, Angst davor, die Grundrechte nie mehr wiederzubekommen oder zu verlieren oder was auch immer. Aber es dreht sich immer um Angst, die Emotionen. Und ich glaube, dass das ein Anhaltspunkt ist oder ein Schlüssel ist, dem wir uns widmen können, um da Schritte voranzukommen. Herr Pörsel, wie Sie gerade ansprechen, das erinnert mich ein wenig an Meditation, wo man auch einfach mal von seinen Gedanken, die beobachtet und zurücktreten kann und einfach mal guckt, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn man in einer Emotion ist, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es schwierig ist, aus einer Emotion herauszutreten, wenn man sie gerade selber erlebt. Also wenn ich selber große Angst habe, sehr aufgeregt bin, wie schaffe ich es denn dann trotzdem, dem Gegenüber nicht ganz verschlossen zu sein? Wie kann das funktionieren? Also mir liegt nahe, ich mache mal eine Handbewegung, die meine gesamte Klientel kennt. Mein Bild vom Seelischen sehr runtergebrochen ist, wir haben Themen, wir haben bloßliegende Nerven, wir haben Wundepunkte und so und wir stellen, wenn das getroffen ist, wie so ein Beschützermodus davor. Der ist meistens aus der Klaviatur kämpfen, fliehen oder sich totstellen, Gefühle abspalten. Das kann sehr, sehr vielfältig aussehen, aber im Grunde genommen hat es eins dieser drei Strömungen. Ich weiß zum Beispiel über mich, ich bin eine Kämpferin. Ne? Wenn ich getroffen bin in irgendwas, stelle ich davor etwas, was erstmal sehr eindrücklich für ein Gegenüber aussieht. Ich fühle mich dahinter aber ja wie eine kleine Wurst. Ne? Das muss man ja erstmal verstehen. Das heißt, es ist gut, sowas über sich selber zu wissen, zu sagen, aha, okay, was ist denn jetzt eigentlich dahinter los? Meine Notfallstrategien machen gerade irgendwie einen großen Auftritt oder so. Was ist denn eigentlich dahinter los? Und das ist natürlich auch eine Haltung, die ich für ein Gegenüber nutze. Ne? Egal, welchen Beschützermodus ich gerade entgegengebracht kriege, versuche ich natürlich eine Idee zu entwickeln. Was ist denn dahinter los? Was fühlt ein Mensch? Ist die Person gerade ängstlich oder ist dann Nerv getroffen oder wie auch immer? Also sich gar nicht so sehr beeindrucken lassen von dem, wie, oder wie du vielleicht gesagt hast mit den Worten, ne? Wie jemand irgendwas rausballert, sondern zu gucken, was ist denn dahinter eigentlich? Da ist ja ein ganz wichtiges Bedürfnis frustriert oder was auch immer. Ist das verstehbar oder ist das jetzt zu psychologisch? Ich denke, ich verstehe den Kern schon. Ja. Aber meine Frage ist noch nicht ganz beantwortet. Wenn ich jetzt quasi wirklich in dieser Emotion bin, wie schaffe ich es denn dann wirklich herauszutreten und wieder in diese etwas, ich sag mal, objektivere, etwas sachlichere Meinung oder Herangehensweise, Meinung ist ja Herangehensweise, zu gelangen, ja? Dass ich nicht aus meiner Emotion heraus handle, sondern auch gucke, was hat mein Gegenüber? Was haben Sie eigentlich gerade für eine Angst? Ja, also aus meiner Sicht dürfen wir uns mal damit anfreunden, dass wir das trainieren dürfen. Es gibt einen Moment, bevor wir anfangen, also bevor, wenn wir Gefühle haben, es gibt, du hast es auch beschrieben, es gibt so Automatismen. Ne? Du bist Kämpferin, du stellst dich auf einmal davor, kann das nicht so schön formulieren wie du psychologisch, aber es löst irgendetwas in uns aus und es kommt so ein Automatismus. Das heißt, wir reagieren auf eine bestimmte Art und Weise. Genau. Ja, und der geht extrem schnell. Ja. Und der erste Schritt, das zu trainieren, ist, sich über diesen Mechanismus, über diesen Auslöser erstmal klar zu werden. Und dann in diesem Moment, also es gibt immer einen kleinen Moment, wo ich merke, jetzt kocht es bei mir über, zum Beispiel bei Wut. Wenn es mir da gelingt, mal durchzuatmen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann habe ich schon einen ganz, ganz entscheidenden Schritt getan. Und das gelingt mir gerade bei hochemotionalen Themen auch nicht immer. Ich trainiere das, also das ist nichts, was ich einmal im Buch gelesen habe und dann funktioniert das. Und doch ist es ein Weg. Und im Zweifelsfalle, wenn ich merke, auch in der Familie, gleich knallt's. Und ich merke schon, es wallt hoch und ich könnte wirklich aus mir herauskommen, im Zweifelsfalle einfach mal rausgehen. Ich sage, ich muss jetzt erstmal raus. Und dann diese Emotion auch mal da sein zu lassen. Also wir versuchen ja teilweise Dinge wegzudrücken, die ohnehin schon da sind. Und wir wissen, dass je mehr wir einer Sache Energie schenken, diese Sache mehr wird. Das heißt, je mehr wir versuchen, eine Wut und eine Traurigkeit oder einen Frust wegzudrücken, desto mehr wird der. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und das darf man dann trainieren. Also wenn ich das jetzt in Kombination richtig verstehe, bedeutet es auch, sich selbst eigentlich mehr kennenzulernen, wie Sie gerade sagten, ja, absolut. Dass man einfach sich selber und seine Mechanismen, seine Emotionen besser wahrnimmt und sich dem bewusst ist. Ja, und dadurch auch sowas wie, das hört sich jetzt ein bisschen jeck an vielleicht, aber dadurch auch bemerkt, ah, Moment, jetzt gerade bin ich in meinem roten Bereich.
Das merken wir ja gar nicht automatisch. Wir sind total damit identifiziert oder assoziiert. Das heißt, so wie du eben gesagt hast, ne, wenn ich über mich weiß, ABCDE, dann kann ich anhand dessen auch bemerken, ah, jetzt gerade bin ich im Hochstressbereich, da bin ich gerade vielleicht nicht auf der Höhe meiner geistigen Fähigkeiten, jetzt atme ich mal durch. Mind the gap, wo finde ich die Lücke, wo ich aus meinem Muster aussteigen kann? Vielleicht, wie du sagst, mal eine Runde um den Block und dann wieder mit einer anderen Haltung rein, weil eigentlich will ich dich ja verstehen. Ne? Und nochmal, das ist Training. Also, das ist Training. Das ist, ich glaube, wir dürfen gütig mit uns sein. Also das hört sich jetzt wieder toll an und Mensch, das klingt schlüssig, das könnte man ja wirklich mal ausprobieren, dann probieren wir es aus, stellen fest, es geht ja überhaupt nicht und dann lassen wir es sein. Nee, genau dann weiterzumachen. Also nochmal immer und immer wieder zu trainieren. Ich lerne ja auch kein Musikinstrument, nur weil ich jetzt ein Buch darüber gelesen habe, sondern ich darf es täglich trainieren. Und der erste Schritt, das zu trainieren, ist, mir mal darüber bewusst zu werden, wann kommt bei mir der Punkt, wo Emotionen bei mir ausgelöst werden. Und wenn ich den erwische, wenn ich das trainiert habe, dann kommt der zweite Schritt. Genau, und auch dieses, was hilft mir denn, mich abzuregen? Das ist ja auch sehr individuell. Das ist ja auch gut, wenn ich es über mich weiß oder wenn ich es in einem Dialog entwickeln kann oder so. Ne? Auch das ist ja verschieden, so wie die Arten, wie Menschen sich aufregen und eben Beschützer davor stellen, verschieden sind, ist auch das, was sie brauchen, um wieder so ein bisschen runterzukommen, auch verschieden. Es ist gut, wenn man es über sich weiß, aber es ist ja auch was, was man sich jetzt, wenn man zum Beispiel dieses Interview mal gesehen hat, sich über sich selbst fragen kann oder mit Partner, Partnerin mal sprechen kann oder so, ne? Also auch einen Spiegel sich abzuholen. Absolut. Ja, wenn ich zusammenfassend vielleicht nochmal drei Punkte, glaube ich, auf den Kern bringe. Das eine ist, sich seiner Emotionen und sich seinem Umgang damit selber bewusst zu werden. Das zweite ist, auch den Mut haben, sich zu trainieren, sich die Trainingszeit auch zu gewähren. Und das dritte wäre vielleicht auch, sich ein Feedback von jemand anders einzuholen. Wie bin ich da eigentlich gerade in der Situation gewesen? Vielleicht auch, um sich besser kennenzulernen. Herr Pörsel und Kai, vielen herzlichen Dank an Sie zwei für dieses Gespräch und ich hoffe, wir können unseren Zuschauern und Lesern damit eine kleine Anregung geben, auch besser mit Konflikten und auch vielleicht mit der Spaltung im Freundeskreis und mit der Familie umgehen zu können. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Sehr gerne und danke auch.